Geschichten, nicht unsere Geschichte Nummer 2. Dittmal Meier von wo dort mit den zwei fremden Staatsjungen auf dem Wachtrieg noch Blumenort tojink und wo dort mit an ab unserem Forumhof in Blumenort tojink. Besonders mit dem Bill und Ted Schmiedehaus, wo noch am Eng von diesem Nomadach Kriegmjuk und meine Brüder Jakob, Bernhard, Peter und Hein ihrem so friedlich utlodenden Spieldarb. Ich habe letztes Mal noch gerade gesagt, dass mein Bruder Wilhelm und ich einen Tag zwei junge Staatsjungs von Quocktimmung mitnehmen, noch eins in Blumenort. Dort wären Walter Schmiedehaus sein Sohn Theodor von Chihuahua City und Frederico Rote sein Jung. Ich habe diesem Jung seinen Namen nicht behalten. Als ich anbedachter wie zu dem Schmiedehausjung in Botica San Antonio gesagt habe, dort er mit uns mitfahren können, nur uns in Blumenort, dann wollte das Jung, ohne sich auch mal ein klein Bett zu besinnen, der hüt mit uns mitfahren. Und er jäf nicht nur mit Schlemmen, dort sein Vorderarm soll mitfahren lassen. Schließlich frug Schmiedehaus seinem Geschäftspartner Frederico Rote, ob er seinen Jung, wo ein Bett aller wehe aus Theodor Schmiedehaus, auch wird mit uns mitfahren lassen, so dass die bei uns auf dem Forumhof noch seinem Jung abpassen können, dass er da nicht wird zu wild sein und nicht zu viel Schauer nachtrieben, wenn seine Eltern nicht da wären, um nur am abpassen. Und als Rote auch seinen Jung mitfahren lassen will, dann werden diese zwei Staatsjungs am Nürreid zum mitfahren. Und dann fuhr wir mit Antaub nach Blumenort. Walter Schmiedehaus seht uns, dort heien sie in der Früh hier in Abend auch ankommen würden und dort sie diese Jungs dann beiträgen noch Cocktailmuck mitnehmen würden. Aber dort geht auch nicht sehr lang, weil wir meinten, dass wir keine Ahnung gehabt haben, von was wir uns übernommen haben. Wir wären noch nicht weit gefahren, dann wisst wir, dort wir unser Hang voll zu tun haben würden, solange bei dem Willen Theodor seine Eltern jeden Abend auch nach Blumenort kommen würden. Kurz als wir losgefahren wären, dann schlemmte Theodor, Bruder Wilhelm soll ihm die Linen geben. Aber Wilhelm sieht ihm, wenn wir bei Büter der Stadt gekommen worden sind, dann wollte ich die in Bett fahren loten. Und so schwind, als wir dort letzte Hüs in Cocktailmuck vorbeigefahren wären, dann seht das ungeduldige Bengel weiter, nu jef mi de Linen, nu will ich fahren. Und Rote ist ein viel anständiger benehmender Jung, dunk mit Theodor und seht, sieh doch nicht so abdrängend, aber dort wir von Furz an zu morgen, dort des Jung sich von seinem Freund nusch streicht, wie sie loten wurde, und dort er auch von uns schwor wurde zu kontrollieren seinen. Als Bruder Wilhelm dem jungen Staatsbengel dann aber doch die Linen an seine Hände gab, dann klappt er die Piet Furz und besteht so herzhaft ab, dass es Furz zu morgen wie er dort dit nicht ortschrien wird. Dann Bruder Wilhelm hat die Piet gehorchen gelehrt. Diese beiden Piet deuten ganz kreit, was er haben will. Wenn er die ansporn, dann randen die so sehr, als er dort haben will. Und nun sporn das Schlängel die Piet ohne Moten an. Und je schwinder dort fuhr, je besser ging den Willenbengel dort. Er sah keine Gefahr und leid sich von keinem sagen, dass er nicht so sehr abklappen soll. Als wir sagen, dass dit aller Taub Schrotz kommen kann mit diesem Antjanteljen vorher und dass er nicht freiwillig die Linen abgeben will, dann nahm Bruder Wilhelm an die Linen einfach weich und brachte Piet weiter unter seine Kontrolle. Aber das kleine Staatsbengel wird dann so unzufrieden. Er wollte die Linen immer weiter haben. Als er merkt, dass er den nicht weiter kriegen wird, dann wird er all beim Fahren sehr schobernackig. So schwind, dass wir auf unserem Hof angekommen wären, noch eher wie die Pferd ausgespannt haben, dann muss Rote sein Jung all daunen, was er kann, und kann den Jung doch nicht kontrollieren. Er kann den bloß nicht davon aufholen, dass er nicht alles, wo er in Anheim anpackt und ausprobt. Zum großen Glück ward wie mit dieser beiden Staatsjungs taub meist Furz an den Mittagstisch gekriegt. Und ich glaube, wie es auch dem Willen Theodor dort Mittag sehr gut schmeckt, benehm er sich am Tisch wenigstens einigermaßen anständig
Und er dankt meiner Mutter und der Schwester noch anständig und höflich für das Mittag. Aber so schön, dass er vom Desch gewohnt wird, dann hat ein rotes in Jung und wie selbst war da unser Heim voll. Wir können an diesem Nomadach wirklich selbst nur staunen, als bloß nur diesem Schlingel abhassen, dort er nicht alles strahl dreht, wo er ihn anschein. Das Villa Theodor, Monan am meistens Ted, der stiert sich sehr über rotes in Jung, wenn der am nicht seinen Wellen loten will. Und als rotes in Jung dann einmal in unserem Sekret am Outhaus nennen wir, dann wurbelt Ted Schmiedehaus der von Bütentau, so dass er nicht Rüt kennen soll. Und als unsere jüngere Brüder diesen Jung dann doch Rüt loten wollen, dann deit Ted alles, was er kann, dort nicht tot zu loten. Aber er war doch Rüt geloten. Mit dem Ted ging dort den ganzen Nomadach sehr doll her. Er dreif seinen Schover nach, bald hier und bald dort ab unserem ganzen Hof. Wir können wirklich nichts anderes tun, als nur diesem Schlingel abpassen, ganz bei seinen Eltern jeden Abend auch handschämen. Als das Willebengel an jenem Dach den ganzen Nomadach von ein ab dem anderen Räumje Schober nackt haut, dann wäre er auch, wenn den ganzen Nomadach mehr als einer von uns nur am abzupassen versucht hat, mit einmal plötzlich ungefähr 12 Schuhe hoch ab unserem Windmehltarmen abgeklottert. Ich hat meine Augen ein Stückchen nicht bei ihm gehört und dann hier der Grote seinem Jung schrien, Ted, du darfst nicht so hoch klottern, komm vor zurauf. Und als ich das hörte und sah, dass er also hoch und abgeklottert wäre, dann gruselt mich dort so im Bett und ich ward sehr streng mit ihm. Aber er sah sich ganz brav ab, eine Dwerstang am Tarm dol, und prachet mich bloß, ich soll ihm doch erlauben, ganz bei bovenen abzuklottern. Und als ich ihm dort streng verbot, dann treibt er mich und sagt, du kannst mich hier nicht regen. Was willst du mit dir tun? Und ich stund so und bin rotlos da. Aber dann käme ich dort an, und so schwind, als mich dort ankäme, hält ich meine Arme zu hoch und sehe zu ihm, spring herauf. Ich werde dich hier unten abfangen. Und ich habe das kaum gesagt, dann sprang das Schlingel furchtlos herauf, und ich muss tun, was ich gesagt habe, dass ich tun würde. Ich lebe von der anderen Tag noch, dort Gott hier war, dass seine Hand verhält, dort diesem Jungen nicht wird. Und dort wir nicht das erste Mal an diesem Tag, dort Gott dort getan hat. Schließlich und endlich gerot aus des Ted in unserem Garten, dicht an der Gas, auf einem großen Papelbaum all, viel zu hoch und abgeklottert wäre, und war dann nicht gehorchen wollte. Auch wenn ich streng ward mit ihm, dann sagt mit einmal einer von meinen Brüdern, dort im Schmiedehaus sein Auto an Blumenort läng der Gas gefahren käme, und seh dann, Ted, check mal, deine Eltern kommen. Und als er dann selbst sagt, dort ihr Auto meist bei uns wäre, dann käme das Bengel sehr bosig vom Baum herauf und wir plötzlich ein ganz anderer, sehr bescheidener Jung. Er rann seine Eltern entgegen und prohlt damit, wo alles auf der Form sehr gut gewonnen hat. Aber rote sein Jung, als er rückgefordert war zu sein, wo der Nomadach gewonnen hat, der leitet doch der Schienen, dort nicht immer alles so ganz glei und glatt geschafft hat, als er Theodor dort fertigstellen versagt. Dies Jung stellt sich sehr gescheit an, dort heißt der Ted, solange aus seine Eltern bei ihm wären. Aber bald gingen Walter Schmiedehaus und seine Frau mit meinem Vater Taub, wie uns nennen, und er Bengel, wir waren gerade so wild als vorher. Er konnte mehrere andere Ereignisse von Janem Nomadach vertalen, aber ich will bloß noch von einem anderen Ereignis Wort vertalen. Aus diesem Schlingel seine Eltern waren nicht bei ihm wären, dann ging er noch einmal weiter an meine Brüder erschmacket Mini-Darbchen nennen, und dasmal erklärt er Krieg an das friedlich utlotende Darbchen. Und hierzu wird Bruder Hein bestimmt noch viel mehr sein wollen, was ich sagen kann. Dann will's eine von diesen Mini-Wirtschaften sehen wir, haft er sicherlich viel besser beholen, was das Krieg aller an ihrem friedlich utlotenden Mini-Darb vernicht hat, was ich dort beholen habe. Ich habe davon bloß beholen, dass das Bengel mit einmal Krieg spielt
In Erbornungslos mangt die Schmacke friedlich utlotende Wirtschaften, mangt Liedert mit Doge oder utgebrände Fuppenlamp-Batteries, Flashlight-Batteries, wo nur ab diese Formen aus Miniatur-Traktalin-Tonnen deinden. In Schmack einer Reh bei jeder Bühe seine Maschinenschaub handgestalt gestohlen haben, wo die Spengel die abgeripst und ausbammen brugt, um diese Schmacke kleine Formgebiete verbammen. Ich glaube, wenn meine Breide, die stalte Eigentümer von dieser Wirtschaften dabei ihre Natur so haben gehen geloten, aus des angeschlebten Staatsspengel seine Natur gehen leid, dann hat er das mal wohl doch die Ohren voll gehäuft gekriegt. Bruder Hein, vertel du diese Geschichte von dem Krieg in jenem Dorf so, als du dich als stalter Eigentümer von einer von diesen Wirtschaften gesehen hast und beholen hast. Und vertel auch die anderen Ereignisse, die während dieser sehr bewährten Nachmittag bei uns passierten, so als du dich als kleiner Jung damals gesehen und bald nun beholen hast. Der Deutschländer hat Krieg erklärt an unserem kleinen Spieltichtarp. Deutschländer haben noch mehrmals Krieg angefangen, jo, die ist auch der Zweite Weltkrieg. Na jo, aber wir wissen das danach nicht. Aber wir spielten da ab unser Hofjes und wir waren ganz vergnügt dabei, wurden aber bald an, dass unser Freund nicht sehr gut verstanden, mit das Spiel zu spielen, was wir spielten. Und mit einmal rupte Teddy sich all die Batteries, Flashlight Batteries, taub, fuppert sich die an, gab auch nach Wort nur rote seinen Jung. Dann ging er nach Angst aufstehen und fing an zu schreiten. Jetzt fallen die Bomben. Und dann hat er da geschmieden. Einen oder anderen. Also hieß er, es wären von kleinen Tegeln schmackgestreckt. Und so ist mein Bruder Jettel vertal, ihr mal hat er die Ruche hängegeben. Ganz geplatzte Fingers von, wenn wir so viel am Blatt schaufen deiden. Und dann stundenlang noch der Häng hatten, dann gäbe es sehr schlimme Häng. Und dann hatten einzig mal meine Sestern nicht sehr viel Erbarmen über uns, wenn wir so eine abgeplatzte Häng hatten. Und dann zu Ovens, wenn wir gewaschen wurden, dann wurde gut angesiebt, der Barsch genommen und wurde alle reingebarscht. Oh, dort wir ein bit weiter. Aber träg nur an unserem Krieg. Jetzt der Krieg wir für uns sehr schwer zu nehmen. Das letzte hat wie an der Mann gespielt. Aber wie wir waren ja, wir lösen meine Nähte nicht so. Aber ich ging dann und klärte meine Papa, was Schmied aus den Jungen getan hat. Fuhrt aber steht, stunden die Männer ab, kamen checken, was da passiert wäre. In einer Stadt, dass der Junge gut ausgelohnt kriegt, dann stund der Mr. Schmiedehaus da und lacht, dort sein großer Buch schattert, nimmt sich seine Kamera und mögt da Bilder von. Ich hab von Leon lacht auf so ein Bild, wo er ans Hof ganz verkriegt ist. Dort meint dann, nun war er frisch abbühen. Und dort erinnert mich an, was der Zweite Weltkrieg zum Ende kam. Dann wären da Dutzende von unseren Mennoniten, die Flüchtlinge wären von Russland, die wären träg mitgekommen mit der Armee an Deutschland nennen, bis die Russländer den Deutschländer dann schließlich durchnehmen. Und dann jäfte da viele von unseren Mennoniten, die da Flüchtlinge wurden an Deutschland. Und dann haben Peter und Alfreda Dick wurden da handgeschickt von MCSI, um die Flüchtlinge da alle taub holen. Dann mussten sie Egel Meier hieser pachten, weil das Wort aller voll hat. Jäfte ein ziemlich geroutet Flüchtlingslehrer, dort aber über 1000 Personen auf einmal taubschämen von unseren Mennoniten, wems ihre Darpa auch alle ganz verkriegt wären in Russland. Und die sagten dann in der Stadt auszuwandern, aber steht in Kanada nahm an nicht ab. Schließlich konnten sie sein Wort ausarbeiten, dort sie können nach Paraguay tragen. Und dann wird ein Schabloden um anderen angenommen von MCSI in unsere breite Ansestern, plottische breite Ansestern von Deutschland nach Paraguay zu siedeln. Dort ist dann so viel wie im Chaco von unseren Mennoniten. Peter und Alfreda Dick haben ein Buch geschrieben von der Ola und die würden leider so viel belehren, wenn die dort Buch lesen würden. Das nennt sich Auf von den Ruinen, Up from the Ruins. Es sind beide Sprachen, in die ich auch in Englisch zu kaufen. Wenn es erst gewahrst, ich weiß nicht mehr, was das nun Leute verkauft ist. Aber dort kann man nur lesen, was das wirklich meint, von den Ruinen war er frisch abzubühen. So hat sich ganz Deutschland sich musste war er abbühen, weil es das durchschlagen wir. In auch große Ports von Europa, die die Deutschländer all durchschlagen haben. So, das war er abbühen, nun krieg, dort jäfen es war er ihr Mal geplatzt daheim. Dort ewe jahulwe noch bei den anderen Mal. Ich hab die Wied Schlingel und Bengel hier aufsächlich gebrockt für den Theodor Schmiedehaus, weil's diese Wied in dem Sprachbrockhaus-Büch
von 1958 so definiert worden. Schlingel, noch sprach Brockhaus, bedient angetrockner, frecher Jung. In Bengel, auch noch sprach Brockhaus, bedient frecher Jung. Dies tät Schmiedehaus benehm sich, wenn seine Eltern nicht herum wären, als ein sehr frecher, angetrockner Jung. Sein ganzes Benehmen ab unserem Formhof durch diesen Nachmittag, wie dort von einem angetrockneten, dort heit einen unbelehrten Jung. Aber an seine Eltern erjähen wird, kann er sich teiliger Zeit so benehmen, als wenn er ein sehr gut belehrter Jung wäre. Und nun noch wird mehr von Wort wie ein in unseren Kinderjahren an Blumenort zum Spielen gehört haben. Manchmal spielt wie Junges tidenlang einfach mit ein paar alten Gummireifen. Einer von uns stoppt mit seiner Feit an den Gummireifen hin, sah sich da ganz krumm gebeunen hin und hält sich mit seiner Hängut fast und lädt sich dann von einem anderen Jung Hahnenträg längt unseren Utwach kullern. Und wenn einer meid wir oder dieslich geworden wir von mit der Reiftop in der Rund drehen, dann muss der andere sich an der Reifen hin krallen und sich kullern loten, was hei meid davon wir. Manchmal kullert wir auch mit den gefahrenen Iserreifen von der Hüge Baggeräder herum, Hahnen trägt bei der Gas, längt unserem Utwach. Um diese Hüge leichte Iserne Reifen zu kullern, mögen wir uns an einem passenden Stock auf einem Eng einen Isernen Haken fest, wo er so gebauen wird, dass er Schmack an beiden Seiten rum die schmale Iserne Reife rum passt. Und dann brucht wir bloß so ein Bett von unten dieser Reif nur schüben und können dann so bosig damit rumrollen, als wir ahnen können. Damit habe ich stundenlang rumgerollt. Diese primitive Spielsachen mögen uns manchmal viel Spaß. Unsere Kinder und Großkinder haben durch von der alten Tag allerhand verschiedene Spielsachen von klein an. Ihre Eltern kennen dort verschiedene Spieltisch für ihre Kinder, Mädchen oder Junges, für wenig Geld schäupen, in ihre Stuben liegen voll Spielsachen. Sie haben mehr als genug davon, um sich damit im Haus die Zeit zu vertreiben in den kalten Wintermonaten. Womit spielt wie, als wir Kinder wären in den 1930er Jahren Bernen, wenn das Büten in den Wintermonaten tidig düster geworden wäre? Oder auch, wenn das Wetter mal nicht schön genug wäre zum Büten spielen, über Tag. Die Mädchen hatten wohl ihre Puppen zum damit Bernen spielen können, aber wir Jungs hatten nicht viel, was zum Bernen damit spielen können. Wir mussten, wenn wir Bernen was zum Spielen haben wollen, manchmal selbst was dort merken. Ich erinnere mich noch daran, dass wir uns dann manchmal unsere eigenen Spielsachen, Spielblätter, Spielfiguren oder Games merken und damit tidenlang spielten. Hier möchten wir für das Mal aber weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir was von, was wir Kinder uns für Spielsachen merken, zum Bernen damit spielen, wenn das Wetter büten nicht schön genug wie zum Spielen. Was nächstes Mal.